Die sechste Bewerbung im Kreiswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft führte die Jury an die Lossa nach Thalwitz. Die Ortsteile Thalwitz und Nischwitz bewarben sich gemeinsam unter dem Motto, wo keine Brücken sind, bauen wir welche. Nach der Vorstellungsrunde informierte Bürgermeister Thomas Pögel die Jury über seine Gemeinde und insbesondere die Ortsteile Thalwitz und Nischwitz. Rund 890 Einwohner leben in Thalwitz und 825 in Nischwitz. Thomas Pögel berichtete über verschiedenste ökologische Projekte, welche hier umgesetzt werden. Natürlich erwähnte er auch, dass die Gemeinde Thalwitz zu den Preisträgern beim 17. Europäischen Dorferneuerungspreis zählte. Für eine ganzheitliche, nachhaltige und mottogerechte Dorfentwicklung von herausragender Qualität gab es Gold. Dann startete auch schon die Ortsbegehung Station 1, der Dorfplatz vor dem Gemeindeamt. Die Neugestaltung des Geländes hat sich an der Grundstruktur des ehemaligen Rittergutes orientiert. Die Kulturscheune und die integrierten Markthäuschen empfehlen den Platz als Veranstaltungsort, erklärt Wehrleiter Matthias Hörig. Auch das Feuerwehrgerätehaus ist in das Ensemble des Platzes integriert. Mit dem Bus ging es in Richtung Gewerbegebiet. Auf der Fahrt informierte Thomas Pögel über Handwerk und Industrie in Thalwitz. Der Bogen spannt sich vom Fleisch über den Rohrproduzenten, Dachdecker bis zum ökotechnischen Betrieb und seiner Tochter Euspiron, welche Kosmetik, Pflege und Medizinprodukte aus bioaktiven Algen herstellt. Vom Gewerbegebiet ging es durch die Mühlenstraße an der Dorfbäckerei vorbei zur historischen Sägemühle. Durch den Heimatverein und die Gemeinde Thalwitz werden das Mühlrad, der Mühlgraben und das Sägewerk gepflegt. Einer der Höhepunkte ist das jährliche Mühlenfest. Zukünftig soll die Sägemühle für Nutzer des Radweges auch außerhalb der Öffnungszeiten virtuell mittels Videos erlebbar werden, informiert Christian Veit, der Vorsitzende des Heimatvereins. Weiter ging es in Richtung Waldbühne. Die Bühne wurde in den 70er Jahren von Thalwitzern gebaut. Damals fanden hier Konzerte mit Bands wie Pudis oder Karat statt. Heute wird sie beim Erntedankfest als Festbühne genutzt. Auch die Kunstgruppe K9 stellt sich hier vor. Sie war 2019 aus einem Kunstprojekt hervorgegangen. Die nächste Station war das Schloss in Thalwitz. Hier wurde einst Medizingeschichte geschrieben, erfuhren die Mitglieder der Jury von Petra Neustadt, Ortschronistin und Mitglied im Heimatverein. Selbiger wurde 1998 gegründet und hat 135 Mitglieder. Im ehemaligen Schlösserhaus, eines der ältesten Gebäude im Ort, hat er seinen Sitz. Hier bewahrt er Zeugnisse der Ortsgeschichte auf. Das Thalwitzer Kinderglück ist eine Elterninitiative, die während der Corona-Zeit über WhatsApp-Ideen für die Beschäftigung von Kindern teilte und das heute auch aktiv im Heimatverein umsetzt. Mit dem Bus ging es weiter in Richtung Nischwitz. Bernhard Wagner von der Wassergut Karnitz GmbH informierte bis dahin über sein Unternehmen, das als Tochterunternehmen der Leipziger Wasserwerke auf insgesamt 750 Hektar Fläche pflanzliche und tierische Ökoprodukte erzeugt. In Nischwitz übernahm Conny Weidemüller vom Heimat- und Kulturverein die Führung. Bei der Rundfahrt durch den Ort sollte sie den neu gestalteten Jugendtreff, die errichtete Milchrampe und Projekte wie die Belebung von historischen Höfen vor. Weitere Highlights waren der neu gestaltete Spielplatz und die Kulturkirche. Hier berichtete Anne-Rose König, dass der Kirchenbau seit August dieses Jahres nach mehrjähriger Bauzeit als Kulturkirche geweiht wurde. Das Gotteshaus rückt so wieder in das Zentrum des Dorfes und wird zukünftig auch für Kulturveranstaltungen des Heimatvereins genutzt. Und auch die Gemälde von Tonelli und Cranach sind wieder zu sehen. Der Zeitplan ist eng gesteckt, auch in Nischwitz. Hinter der Kulturkirche eine Leistungsschau des Nischwitzer Heimat- und Kulturvereins. 2003 wurde dieser gegründet. Derzeit gehören ihm 113 Mitglieder an.
Dieser hat sich die Pflege örtlicher Traditionen, Feste und Bräuche auf die Fahne geschrieben. Dabei schafft er Angebote für Jung und Alt. Zu den Höhepunkten gehören das Ostereierkullern, die Apfelernte auf den Streuobstwiesen und wie in Thalwitz der Adventskalender in Nischwitze, Fenstern und Höfen, der Nikolaus, welcher durch den Ort fährt und die Kinder beschenkt, sowie der Weihnachtsmarkt am ersten Advent. Die Wäscheleinenausstellung dokumentiert das sehr genau. Und auch baulich verändert sich so einiges im Ort. Das Dorfzentrum wird weiterentwickelt. Pläne gibt es schon, informierte Bürgermeister Thomas Pöge. Damit ging es wieder in den Bus zurück und zur letzten Station, der Ortsbefahrung. In Thalwitz am Bildungscampus machte der Tross schlussendlich Halt. Hier wurden die Gäste von den Grundschülern der Schule musikalisch empfangen. Sie brachten das Thalwitz-Lied zu Gehör. Auf dem Bildungscampus befindet sich neben der Grundschule der Kindergarten. Hier wurde die Wettbewerbsjury und die Protagonisten der Ortsvorstellung von Jenny Wötzel, der Leiterin des Kindergartens, empfangen. Der energetisch optimierte Neubau traf auf das Interesse der Anwesenden. Zum Abschluss der Begehung gab es ein paar kleine Naschereien von den Kindern selbst gebacken.